Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind in Hongkong, fliegen heute zurück nach Europa, aber wir fliegen heute erstmal mit höchster Sicherheit, nämlich wir mit El Al zurück in dem Dreamliner 787-9 Business Class erstmal nach Tel Aviv. Heute mit der Lufthansa A340-600, solange es sie noch gibt, Business Class von Hongkong nach Frankfurt. Wir müssen mindestens 3 Stunden vor Abflug am Flughafen sein, am Check-in-Bereich sein, aufgrund der höheren Sicherheit, der Sicherheitskontrollen. Und wir sind früh genug da. Das war's jetzt. Also wir sind auch noch nicht ganz durch. Also der Sicherheitscheck war jetzt nicht ganz so schlimm wie in Paris, aber es wird am Gate nochmal eine genauere Kontrolle des Handgepäckes geben. Das kann wieder länger dauern, hoffen wir mal nicht. Jetzt sind wir aber drin, ausgereist. Zico war auch ganz okay. Jetzt gehen wir in die Lounge. Wir können uns aussuchen, entweder gehen wir in die King David Lounge, so nennt El Al deren Lounge, oder wir gehen in die American Express Lounge. Gibt es hier nämlich auch in Hongkong. Überlegen wir uns noch, was uns auf dem Weg so geboten wird. Okay, wir haben uns entschieden, wir nehmen die American Express Lounge, weil diese Plaza Lounge, oder die halt El Al hier auch nutzt, ist ebenfalls auch noch gleichzeitig die Priority Pass Lounge und die wird bestimmt voll sein. Da kann also fast jeder rein und da kann man davon ausgehen, dass sie voll ist. Die American Express ist da meistens etwas privater, es sei denn, man ist in den USA. Da sind die Centurion Lounges meistens brechend voll. Ich glaube gar nicht, was für Hunger ich habe. Wir haben noch nichts gegessen heute. Wir haben eigentlich nur noch Stress gehabt seit Vormittag. Haben Sport gemacht, waren jetzt im Taxi, haben gedacht, wir können aber schnell was essen. Haben wir auch nicht geschafft. Und jetzt das Einchecken hat so lange gedauert. Und jetzt haben wir es ja schon 15 Uhr. Und ich habe nichts gegessen, den ganzen Tag nicht. Ich kann das ganze Buffet jetzt aufessen. Ja, normalerweise ist immer derjenige, der meckert. Wenn er nichts zu essen hat. Oh, so schön. Ja. Habe ich gerade bestellt. Endlich drin. Ich habe mir schon erzählt, wer nicht nur Julia Mann, aber ich habe Hunger. Also, tschüss. Du hast Hunger und dann nimmt er das Glas in die Hand und sagt tschüss, ja? Damit ich schnell essen kann. Die Frage beim Check-in durfte übrigens ein uns Bekannter dort mit uns nicht durchführen, weil wir eben mit dem bekannt sind. Hatten uns hier in Hongkong mit ihm und der Cabin Crew von El Al getroffen und haben abends was unternommen. Ja, interessant, oder? Ja, logisch. Könnt uns ja auch reinschmuggeln oder was auch immer oder was durchgehen lassen. Ganz schön streng. Ja, es werden nämlich auch die Israelis befragt und kontrolliert. Also es ist nicht so, dass ein Ausländer ausschließlich kontrolliert wird, sondern jeder, der dieses Flugzeug betreten möchte, wird bis aufs kleinste Detail kontrolliert. Okay, also Boarding ist jetzt noch nicht, es wird noch ein Stück dauern, nachdem unser Gepäck jetzt durchgecheckt worden ist. Es hat ein ganzes Stück gedauert, war es weg, jetzt ist es wieder da, aber noch kein Boarding. Das wird übrigens weggenommen, das Gepäck, das heißt, man gibt es aus der Hand und die kontrollieren es ohne unser Beisein. Ja. Und glaubt uns, es wurde richtig durchgewühlt. Es war alles durcheinander. Alles durcheinander und die Laptops schon auf Kratzer kontrolliert. Mag das nicht, wenn mit meinem MacBook hier so ein Kratzer ist. Ist aber auch keiner drin. Naja, aber jetzt heißt es, ist irgendwann irgendwas an den Triebwerken, an den Engines, die müssen noch kontrolliert werden. Und dann heißt es irgendwie, nächste Information in einer halben Stunde. Gehen wir erstmal zurück in die Lounge. Plötzlich steht ein anderes Flugzeug da. Warum? Ja, tatsächlich, das Flugzeug ist kaputt, höchstwahrscheinlich. Und deswegen können wir nicht fliegen. Wir werden jetzt also umgebucht und deshalb fliegen wir nicht mit
El Al, sondern wahrscheinlich mal wieder mit der Lufthansa und dann direkt nach Frankfurt. Ja, müssen aber dafür wieder raus und wieder rein. Aber jetzt seht ihr wenigstens mal in unseren Videos, wie es laufen kann. Und wenn ihr das dann irgendwann mal habt, wisst ihr ganz genau, hey, ich habe das mal im Video gesehen, das ist alles gar nicht so schlimm. Wir werden gleich sehen, ob es schlimm ist. Wir haben alles mitgemacht, diese ganze Security, den ganzen Spaß jetzt. Und wir waren lange in der American Express Lounge. Und jetzt fliegen wir mit Lufthansa in der A340-600 zurück. Danke. Ich habe keine Ahnung, was jetzt bedeutet, aber ich glaube, wir sind jetzt markiert worden. Du glaubst es nicht, du siehst es doch. Also. Kann man das übersehen, Leute, oder? Der Koffer wurde geöffnet. Au! Koffer haben wir wieder. Jetzt heißt es erstmal zum Lufthansa-Check-In-Schalter gehen. Oder auch woanders hin. Mal sehen. Aber das finde ich einen richtig guten Service hier von der Lufthansa. Es ist nämlich erst 19 Uhr und offizielle Abflugszeit ist 23 Uhr. So früh macht man hier das Check-in auf, aber nur für Business- und First-Class-Kunden oder halt für Statuskunden. Aber auch das finde ich eine ganz coole Sache. Wir sind jetzt eingecheckt, wir müssen aber noch auf unsere Boardingkarten warten, denn die Kommunikation zwischen den beiden Airlines ist jetzt nicht ganz so schnell. Kann ich aber auch verstehen. Wir warten noch 15 Minuten und dann haben wir unsere Boardingkarte und können dann rein und in die Lounge gehen. 4 Stunden vor Abflug. Also das ist schon nicht üblich. Normalerweise macht ein Check-in immer nur 2 Stunden vor Abflug oder maximal 3 Stunden auf. Ja, was machen wir jetzt dann? Singapur. Da müssen wir aber den Zug nehmen, ne? So, wir sind erneut ausgereist aus Hongkong und ich meine, es ist schon peinlich, wir sind jetzt so oft da gewesen. Wir sind garantiert in einem der letzten Videos auch durch die E-Gates gegangen. Nächstes Mal, ihr könnt mit eurem aktuellen neuen Reisepass durch die E-Gates gehen, was extrem viel schneller geht, als wenn ihr manuell ausreist, also mit einem Beamten. Das nur zur Information. Ich weiß nicht, warum wir das vorhin nicht gemacht haben. Also, das war jetzt echt mehr als blöd von uns vorhin. Oh, jetzt sind wir wieder hier in der American Express Centurion Lounge. Zur Auswahl bei der Lufthansa steht Thai Airways, Singapore Airlines, wobei die Chris Lounge gerade geschlossen ist. Da wird renoviert. Oder in die Hong Kong Airlines, da wurden wir eingeladen. Oder den United Club. Den kann ich aber nicht empfehlen, jetzt außer die United Polaris Lounges in den USA. Die sollen sehr gut sein, aber nicht hier. Wir haben uns aber jetzt von keiner von diesen genannten Airlines entschieden, sondern sind wir hier zurückgegangen, weil hier gibt es doch irgendwie das bessere Essen, besseren Getränke. Ihr könnt ja sehen, hinter uns ist die Lounge mit Champagner, Cocktails, Whisky, Wasser, was aber haben möchte und ziemlich gesundem Essen. So, jetzt sind wir endgültig mal durch mit den Lounges hier, mit der American Express Lounge. Jetzt geht es zum Gate 214, das ist sogar noch im Satellite Building, kann man es so nennen. Wir müssen noch mal ein paar Meter mit der Bahn fahren. Von hier sind wir noch nie abgeflogen. 214, wie gesagt, unser Gate und Boarding scheint angeblich schon zu sein. Gucken wir mal. Und wir sitzen, weil wir umgebucht sind und es war ausgebucht, auf verschiedenen Sitzplätzen. Das heißt, wir müssen mal fragen, ob wir uns im Flugzeug irgendwie noch umsetzen können, damit wir wenigstens während des Fluges zusammensitzen. Hallo. Hallo, guten Abend für Sie auch auf der anderen. Aber ich brauche. Wie ihr wisst, hier haben wir schon so viele Flight Reports online von der Lufthansa, deswegen werden wir jetzt gar nicht so ausführlich berichten, weil wir sind jetzt tatsächlich schon über 6 Stunden an diesem Flughafen. Wir sind ein bisschen müde und ich habe auch gar nicht so richtig mehr Lust. Muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist ja dann mal so, wenn man mega viel Stress hat, man ist schon so lange unterwegs und man weiß, diese Kabine ist mega voll und es ist ja Nachtluft, dann kann man gar nicht mehr so viel erzählen, so viel machen. Könnte davon ausgehen, dass dieses Video jetzt irgendwann mal ein bisschen ruhiger sein wird, weil wir haben schon viel erlebt. Ich denke mal, wir sind auch schon bei Minute 20 oder vielleicht sogar 25. Ich hoffe nicht, dass es zu lange wird, das Video. Ich habe gerade eine ganz spannende Sache. A, habe ich gerade meine Chance gewittert, dass ich mal den Flight Report machen kann.
Und zum Zweiten sehe ich das allererste Mal in einem Flugzeug zwischen First Class und Business Class ist eine Tür und kein Vorhang. Das sieht nur so aus. Nein, das sieht nur so aus. Echt? Das ist ein Vorhang. Und der Vorhang ist ja immer etwas dicker. Aber das ist eine, Entschuldigung, das sieht aus wie eine Tür. Okay, ich drehe euch mal um. Können wir gucken. Was ist das? Ist das da hinten eine Tür oder ist das ein Vorhang? Na gut, der Vorhang ist noch nicht zu sehen. Aber nein, ich bin mir sicher, das ist nur ein blauer Vorhang. Okay. Er hat mich jetzt ein bisschen abgelenkt vom Thema. Also was ich sagen wollte ist, dass ja, es gibt nämlich schon einige Flight Reports von der Lufthansa auf unserem Kanal. Da könnt ihr am besten mal die Playlist durchschauen. Wir haben eine Playlist, wo ihr alle Business Class, alle First Class, alle Economy Class Flüge, haben wir auch, angucken könnt. Aber ja, deswegen werde ich jetzt hier nicht so ganz aufs Detail eingehen. Die Lufthansa Business Class ist bekanntlich in einer 2-2-2-Bestuhlung nicht mehr ganz up-to-date, sorry für das, aber ich hoffe ja auf die neue Business Class. 2020 soll sie ja in der neuen 777 eingebaut sein und dann haben wir nämlich endlich eine 1-2-1 oder sogar eine 1-1-1-Bestuhlung in der Business Class. Da bin ich schon mega gespannt drauf, freue ich mich. So lange müssen wir uns halt erstmal mit dieser begnügen. Und was ich nicht so mag, ist, dass die Beine halt sehr, sehr eingeengt sind. Wir haben keine Füße kuscheln in der Mitte. Stimmt. Könnt ihr sehen? Wer in der Mitte sitzt, der kann dann mit dem Nachbarn kuscheln. Füße kuscheln. Mhm. Wenn die Mitte nicht wäre. Es ist sehr, sehr gut. Es ist ausgebucht heute, ne? Komplett, ja. Aber es war super. Vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Wir haben vorher schön, dass wir die gleiche Familie haben und ich denke, vielleicht können wir organisieren. Oh wow, Sie haben so mitgedacht, das finde ich gut. Ja. Das hätten wir nicht erwartet. Das ist echt gut, ja. Jetzt bin ich echt überrascht. Also, ich habe euch ja gesagt, dass wir verschiedene Sitzplätze hatten und sie hat tatsächlich vorher unseren Namen gecheckt, gesehen, wir haben denselben Familiennamen und wir möchten ja eventuell zusammensitzen und hat sich bereits die Dame, die eigentlich hier gesessen hat, gefragt, ob sie denn sie umsetzen möchte. Und ja, hat sie wunderbar vorher organisiert. Wahnsinn. Und das ist die Lufthansa Fernbedienung für mein Touchscreen, wie Stefan das immer so sagt. Er verarscht mich. Und jetzt mal ein ganz schneller oder relativ wichtiger Tipp an euch. Beim letzten Mal habe ich nicht beachtet, aber ich wusste es eigentlich vorher, aber ich habe es vergessen. Hier rechts, das sieht aus wie eine Ablage, aber solltet ihr dort was ablegen und ihr geht in die Liegeposition, ist es weg. Und das Problem ist, wenn es ein Handy ist oder etwas Elektronisches, dann könnt ihr diesen Sitz nicht mehr bewegen und dann müsst ihr jemanden rufen. Das gibt wieder Ärger. Also nur mal einen Tipp an euch, legt dort nichts Wichtiges ab. Russland, der letzte, meldet Frankfurt, recht gutes Wetter. Morgen soll es auch trocken sein bei relativ kühlen Temperaturen. Die Temperaturen sind dort in Deutschland natürlich noch einmal. Ich bin kein Flight-Attendant. Endlich Frühling und auch der Sommer wieder erwacht. Ich habe das jetzt bei jemand anderem abgeguckt und der hat es falsch gemacht. Und ich dachte, ich mache es jetzt richtig. Good evening, ladies and gentlemen. Ni hao. Welcome aboard. My name is Martin Jopin. I'm your captain. Thank you very much. Das ist eine tolle Ansage des Captains. Was ist das hier alles? Ni hao, hat der Captain gesagt. Das ist das Hallo auf Chinesisch. Bin ich ganz cool. Und er macht eine ziemlich lange Ansage und erklärt, wie wir heute fliegen, worüber wir fliegen und dass wir leider nicht direkt über die Innenstadt von Hongkong fliegen werden mit dem einen spektakulären Blick, aber es ist ja so also dunkel draußen. Flugzeit übrigens 12 Stunden von Hongkong nach Frankfurt durch die Nacht. Wir kommen morgens um 5.30 Uhr an, also durch die Zeitverschiebung, 6 Stunden Zeitverschiebung haben wir, 6 Stunden offizielle Flugzeit, 6 Stunden Zeitverschiebung, deshalb 12 Stunden. Ja, ist eine lange Zeit, können wir ein bisschen schlafen, ich hoffe auch bequem. Dann gehen wir doch mal vor dem Start auf die Toilette. Dann zeige ich euch mal, was es hier so gibt. Es gibt einige, ich gehe jetzt in die Toilette zwischen den beiden Business Class Kabinen. Es gibt nämlich zwei Kabinen. Wir sind in der vorderen, in einer größeren Kabine. Hinten gibt es auch nochmal eine Business Class Kabine. Und es gibt insgesamt
mindestens 4 Toiletten hier in der Business Class. Und es gibt einen kleinen Behälter mit Mundspülung, ein feuchtes Tuch, um die Hände sauber zu machen, ein Kamm, Rasierer. Was ist das? Ja, da ist nichts drin. Handcreme. Oh, ich wusste gar nicht, dass die Lufthansa so eine Handcreme hat. Keine Becher, aber brauchen wir auch nicht. Bei einem 15 Jahre alten Flugzeug würde ich das Wasser nicht zum, nicht zum Mundspülen benutzen, weil diese Tanks, die sind meistens, besonders wenn das Flugzeug älter ist, voller Bakterien und man kann es halt nicht so hundertprozentig reinigen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, um den Mund zu spülen beim Zähneputzen, nutzt lieber Mineralwasser oder Wasser, was man hier aus der Flasche bekommt. So, wir sind gestartet. Leider ist es ja dunkel draußen, deswegen konnte ich euch nicht so wirklich viel von der Startszene, von dem Startmoment zeigen. Dafür jetzt von hier drin. Ja, jetzt warten wir noch, bis der Service beginnt, weil wir haben einen reinen Nachtflug und es gibt, wie gesagt, nach dem Start etwas zu essen. Dominik macht das sich schon bequem mit der... Oh, pass auf, sonst ist gleich... Ist nicht weg. Es ist nämlich zwischen den Sitzen und das ist ganz, ganz gefährlich, muss man aufpassen. Was ich vorhin euch noch nicht gesagt habe oder gezeigt habe am Sitz, es gibt an jedem Sitz hier rechts von mir 2 USB-Anschlüsse. Der Kopfhöreranschluss befindet sich hier beim Kopfhörer, der ja dabei ist, der ist schon eingesteckt. Man kann natürlich auch seinen eigenen verwenden, indem man einfach rauszieht. Bei Dominik zum Beispiel ist er nämlich nicht in der Mittelkonsole, sondern am Fenster verbaut. Es gibt eine Leselampe hier und ich kann diese Armlehne links von mir runterdrücken, dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum hier, ein bisschen mehr Freiheit, aber ich kann natürlich nicht meinen Arm auflegen. Wie bediene ich denn in den Sitz? Hier habe ich ein Panel. Ich habe 3 Schnellzugriffe, kann ich also drauf drücken auf die Liegeposition, muss ihn aber gedrückt halten. Ich zeige euch das später mal, aber ich kann ja mal anfangen. Ich kann nämlich auch in die ganz normale Lounge-Position gehen und dann kann ich entspannt Filme gucken. Was ich nicht so toll finde an dem Entertainment-System von der Lufthansa, es ist kein berührungsempfindlicher Monitor. Okay, er ist weiter weg von mir, ich komme relativ schwer ran, aber heutzutage ist es beides eigentlich. Also ich kann an dem Monitor bedienen oder habe halt hier rechts den Controller. Dann habe ich hier so einen Knopf und damit kann ich den Zeiger ein bisschen bewegen und kann damit auswählen, was ich möchte. Der Sitz, da bin ich ja stehen geblieben, ist ein flaches Bett, also 180 Grad Liegefläche. Und ich habe, wie gesagt, diese Auflage, das soll es noch ein bisschen bequemer machen. Die genauen Maße, also Ausmaße dieses Sitzes, blende ich euch jetzt mal ein. Ich werde mich nachher erst hier zum Schlafen begeben, weil da wird es wahrscheinlich schon dunkel sein. Aber warte mal, ich drücke aber mal schauen, was passiert. Die Schuhe kann ich jetzt schon mal ausziehen, weil wir sind ja in der Luft. Ja, mir ist es nämlich besser, diesen runter zu machen. Dann hat man hier tatsächlich eine, ja, doch recht angenehme, weiche Liegefläche. Wie gesagt, die Maße blende ich euch ein. Er ist relativ bequem. Ich finde ihn weich und ausreichend lang, wobei die Beine doch eingeengt sind. Und den Tisch finde ich hier ebenfalls rechts in der Mittelkonsole. Den kann ich rausfahren. Der ist erstmal so relativ schmal geteilt. Dann kann ich ihn aufklappen und kann ihn mit einem kleinen Knopfdruck auch umdrehen, um den Sitzplatz relativ einfach zu verlassen. Wir nehmen uns auf, wie wir das warme Tuch von ihm bekommen. Aber nur das warme Tuch. Die sich ja sehr gut an der Kamera machen würde. Oh, wie nett Sie das jetzt gesagt haben. Das stimmt sogar. Sie wissen es, ich wusste es. Sie sahen so aus, als wenn Sie es wissen. Ja. Ich kann so viel Aufmerksamkeit. Ja, das ist mit warmen Tüchern. Selbstverständlich. Ich sag Ihnen, wie schön die Menschen können auch in ganzen Sätzen antworten. Das kommt ganz oft vor. Was darf ich jetzt trinken? Cola. Das kann ich vorstellen. Das macht so Spaß. Ja, ja.
Aber schön, dass Sie da sind. Ich glaube, Sie sind ein guter Laune-Garant. Ich glaube, ich komme hier öfter. Das können Sie machen, da sind wir, ja. Es fällt und steht wie immer mit der Crew. Aber eins habe ich euch noch gar nicht gesagt. Es hat einen mega großen Vorteil jetzt, diese Umbuchung jetzt hier auf die Lufthansa. Denn wir haben ja ursprünglich sind wir ja mit El Al geflogen. Und El Al gehört keiner großen oder eigentlich gar keine Allianz an. Damit konnten wir dann auch keine Meilen sammeln. Aber durch diese Umbuchung jetzt von El Al auf die Lufthansa sind wir in eine Buchungsklasse von J gekommen. Mit J bekommen wir 200% der Flugmeilen als Gutschrift in Meilen bei SAS. Oder wir hätten auch bei Miles & More uns die Meilen gut schreiben lassen, aber wir sammeln meistens ja bei SAS, weil wir dort einfacher an einen Goldstatus kommen. Goldstatus ist ein Status wie der Senator bei der Lufthansa. Damit kommen wir, auch wenn wir Economy fliegen, in die Lounge rein und haben noch andere Vorteile wie Priority Line oder ein schneller Check-in, manchmal auch mehr Meilengutschrift. Also es gibt verschiedene Vorteile. Das haben wir mal in unseren Videos, in unseren Travel Hacks euch erklärt. Am besten drückt ihr da mal auf das i. Guckt mal in unserem Kanal in den Travel Hacks rein. Da gibt es noch viel, viel mehr, was ihr wissen müsst, um so schnell wie möglich an einen Premiumflug zu kommen. Also quasi ein Flug nur durch Meilen bezahlt. Zum Boarding gibt es einen sogenannten Winzersekt. Und nach dem Start gibt es dann Champagner, nämlich Pommery Champagne. Cheers. Und eine Schale mit Mandeln. Once again. So, ich muss gerne heute Abend essen heute. Ich hätte gerne die Nudeln. Und Vorspeise? Oh, gab es da eine Auswahl? Wir haben doch drei Auswahl. Alles. Ach so, ich dachte, das wäre alles. Ist lecker. Aber was können Sie denn empfehlen? Ich glaube, ich probiere mal den Barley-Lachs. Der Lachs, ne? Ja. Mhm. Aber eins muss ich sagen, bequem ist die Auflage und auch die Decke und das Kissen. Was ich nicht so gut finde, ist diese Position des Sitzes. Also ich bin jetzt hier in dieser sogenannten Relaxing Lounge Position und also kann mich nicht mit anfreunden. Und was weiß ich warum. Ich habe den Barley-Lachs genommen. Da sind so schöne Blumen drauf, also Essblumen. Und Dominik hat einen Salat bestellt mit Orange, halt ein bisschen kalorienarm. Es gab aber auch noch irgendwas mit Hühnchen. Schaut mich an, ich muss es. Ja. Ja. Gut, dass sie Salz und Pfeffer dazu geliefert haben. Absolut geschmacklos, ungenießbar, würde ich fast sagen. Also, wenn es nicht so schön angerichtet wäre, würde ich es zurückgeben. Weil es schmeckt dann absolut überhaupt nichts. Ich habe hier nur Butter, Salz und Pfeffer. Das habe ich schon genutzt, aber ja, sorry, aber das macht es jetzt nicht besser. Okay, okay. Ja. Ja, das ist so cool. Man wird auch teilweise im Flugzeug angesprochen, aber ich möchte jetzt den Nachbarn jetzt nicht filmen. Sie gerne eine Beilagensalat? Oh ja, gerne. Danke. Dankeschön. Aber man kommt so ein bisschen ins Gespräch. So, während ich mich unterhalten habe, kam dann meine Hauptspeise zu mir. Ich habe mich hier für Ravioli entschieden. In der Tomatensauce. Dominik hat den Fisch mit Risotto oder was ist das? Ja, ich weiß auch nicht. Sieht aus wie Milchreis. Ja, sieht aus wie Milchreis, ja. Probier's mal einen Moment. Okay, die ist gut. Ich will nicht meckern, aber mich wundert's, warum manche Airlines einfach Don't Co wählen oder wie Qatar Airways fähig sind, selber sehr gutes Catering zu liefern. Lufthansa, das war nix. Könnt ihr vergessen, auf dem Flug von Hongkong in der A340-600, das war alles echt mindere Qualität. Es hat nicht geschmeckt. Das einzig Gute hier war tatsächlich die Laugenservette. Das war's. Den Rest könnt ihr vergessen, Lufthansa. Alles extrem mindere Qualität. Das ist das einzig Essbare. Und ich sage essbar aus dem Grund,
weil ich nämlich bei Austrian, lasst mich lügen, ob es bei Austrian war, auf jeden Fall hatte ich Deutsch, die hat nicht doch klar, was Austrian. Da hatte ich die Cannelloni oder die Nudeln und die, ja, die waren Nudeln. Das hier, das ist alte Pampe und ich hatte neulich auf Instagram bei einem Kollegen von uns gelesen, Kari Berger, und er sagte, dass die, also dass das Catering und das Alitalia so furchtbar ist. Er kann sich gerne mal hier in die Business Class setzen, Kari Berger, viel Spaß, und vergleich mal die Nudeln hier aus der Business Class von Lufthansa mit der von Alitalia. Dann weißt du, was Nudeln sind, nämlich die von Alitalia. Boah, wo hast du das Dressing da her? Das ist unten drunter. Bei mir ist kein Dressing drunter. Dann nimm meins. Okay, das kann passieren, das sollte nicht passieren bei einer 5-Sterne-Airline. Aber gut, ist so. Gut, das war jetzt das Essen bei der Lufthansa hier zum Abschluss. Ich habe eigentlich nur den Obstsalat bestellt, habe dann doch noch die Käseplatte dazu bekommen, wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Ich habe ganz gut geschlafen, ich glaube sogar über 8 Stunden. Es sind jetzt nämlich nur noch weniger als zwei Stunden bis nach Frankfurt. Dominik schläft noch. Aber gleich gibt es Frühstück. Es gibt ja zur Auswahl ganz normales Frühstück oder mit Wurst. Oder diese Art Schupfnudeln mit Speck. Die werde ich mal probieren. Ich hätte mal weiterlesen sollen. Eiernudeln mit Schweinefleisch. Das ist die chinesische Variante, nicht Schupfnudeln. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber vielleicht war es sogar die bessere Wahl. Dazu gibt es noch eine kleine Wurstplatte mit Käse und ein Obstsalat. Außerdem Orangensaft, Kaffee, Apfelsaft, was man halt so haben möchte zum Frühstück. Willkommen in Frankfurt mit der A340-600, eine butterweiche Landung hier in Frankfurt. So, die Pörserin kam übrigens nochmal an, eine der Pörserinnen, und sie sagte, dass die das Essen auch probiert haben und dass sich hinten aus der hinteren Abteilung der Business Class auch einige beschwert haben. Ich war also gar nicht so falsch mit meiner Kritik und sie sagte, sie kann es nur bestätigen und gibt das so weiter. Der Salat war richtig trocken und geschmacklos und der Fisch war nichts. Hat auch die Crew bestätigt. Ja, das. Und außerdem war es auch ein recht angenehmer Flug. Man sagt ja, dass die A340 relativ unruhig ist in der Luft. Es gab zwischendurch tatsächlich ein bisschen Turbulenzen, aber das hat der Captain ganz gut erklärt. Da Winde gegen Berge geströmt haben, sind die nach oben, haben die Luft verwirbelt. Dadurch kam es zu Turbulenzen im Flugraum. Sehr interessant zu wissen. Jetzt machen wir nochmal schnell einen Abstecher in die Welcome Lounge der Lufthansa. Das habe ich euch ja während des Fluges erzählt. Dieses Angebot gilt für Business Class Kunden und Statuskunden. Wenn ihr angekommen seid und habt noch ein bisschen Zeit, könnt ihr hier noch ein bisschen was essen und Kaffee trinken und dann euch auf den Weg nach Hause machen oder zum Taxi, Bahn, was auch immer. Das machen wir jetzt auch. So, jetzt aber. Das war nochmal die Lounge. Dann sehen wir uns demnächst. Tschüss.